Gut, Skelett. Nee. Dann tue ich erstmal das Zeug rein. Und das. Und hier noch den Pflasterstein, den brauchen wir eigentlich nicht. Und noch ein paar Sand. 5 Gelbons. Ich weiß es nicht. Ach, und Melonen noch. Und Schwerter auf jeden Fall. Haben wir jetzt wieder nicht genug Steine, na toll, Mensch. Ich tue den mal weg und dann braucht man sie doch. Mach ich erstmal 3. Hier noch. So. Hier mache ich nochmal Fackeln draus, nicht so schlimm. Wo ist hier ein Zombie schon wieder? Ich tue die mir mal so. Die Fackeln brauchen wir jetzt nicht. Die Axt braucht man auch nicht, das braucht man alles nicht. Man, was ist denn nur? So, das Feuerzeug braucht man jetzt auch nicht. Gut, dann komm mal her, du Zombie. Im Wohnzimmer ist er nicht, vielleicht ist er auf dem Dach. Ach, ich gehe nochmal raus. Jetzt wird es gerade so spannend. Wo ist denn der nur? Hier. Das mache ich jetzt auch einfach mal mit dem Schwert. Das geht einfach manchmal einfacher. Und beim Regen, da verbrennen die ja nicht. Das ist eigentlich auch gut. Kriege ich noch ein bisschen Erfahrung, die wir sowieso nötig brauchen. Da gucke ich mal, zum neuen Portal könnten wir theoretisch auch noch einen Weg machen. Habe ich aber keine Lust. Das steht auch so schief da. Das hätten wir mal in der Mitte irgendwie anbringen können. Mittig. Mache ich eigentlich, weil in die Hölle, da gehe ich sowieso nicht so gerne jetzt. Und so oft. Gut, dann gucke ich jetzt einfach mal, wie schnell, wie lange die Aufnahme läuft. Nehmen wir noch eine Viertelstunde auf. Und ich gehe dann auch wieder zu unserem Berg da hinten, nachdem ich das Skelett hier getötet habe. So. Und hier unsere Treppe. War es nicht früher anders? Ah ja, da war ja hier noch das alles anders. Gut, und da ist ja schon wieder der Zombie, der nächste. Ohne Eisenschaufel natürlich. Das war eigentlich unser Ziel, die Eisenschaufel. Es waren doch nur 4. Und dann wollen wir mal den Weg benutzen. Wenn wir schon einen haben, müssen wir nicht über die Wiese laufen. So, da habe ich auch schon wieder eine Spinne gehört hier in unserem Haus. Na super. Sogar 2. Mensch, ist ja schlimm im eigenen Haus. Deswegen nie so ein Haus, so ein großes Haus bauen. Da gehen ja ganz Melonen leer hier. So, dann mache ich mal den Sand wieder weg. Und hier das Zeug. Die 46 Pfeile behalte ich mal. Na gut, die Schwerter habe ich jetzt gerade zu viel gemacht. Die tue ich mal hier rein. Unter die Bögen. So, da und... Was war das jetzt? Ich habe jetzt gedacht, da hat sich was an den Rüstungspunkten verändert. Ach, ein Eisenschaufel wird mehr machen. Mensch, 2 Stück. Und ich mache gleich die Monster wieder aus. 1 reicht hier. Also jeweils 1. Gut. Dann mache ich mal wieder friedlich. Weil sonst waren wir ja ständig gestört. So, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Wenn wir dann zurücksehen, können wir vielleicht auch nochmal die Kaktusse ernten oder Kakteen. Ich will ja nachher noch eine Aufnahme machen. Deswegen ist es jetzt egal, ob wir das diese Aufnahme oder nächste machen.
Und das mit dem Gras will ich jetzt auch nochmal zeigen. Hier, die Zarte wird nicht abgenutzt. Aber die Schere wird natürlich abgenutzt, wenn wir das Gras abbauen. Das mache ich jetzt mal für die Schafe. Auf dem Weg. Ich weiß auch nicht, wollen wir dann noch einen Weg machen zum Berg? Hm, wäre vielleicht auch mal was Tolles. Aber das brauchen wir sehr, sehr viel Kies. Hm. Erde haben wir ja genug und so viel Kies bräuchte man ungefähr. Muss ich jetzt schätzen. Gut, da ist noch eine Kuh, die bringe ich mal um. Wir brauchen ja unbedingt die Erfahrung. So. Den Sand könnte ich eigentlich mir auch schon mal schaufeln hier. Wenn wir den schon haben. Gut. Dann den noch. Und ja, den Rest kann ich eigentlich lassen, weil wir brauchen noch ein bisschen Sand für die Kiste. Da haben wir nämlich nicht mehr gar so viel. Oder gar so viel. So viel haben wir sowieso nicht, da haben wir nur die Erde. So, mach ich die mal tot hier. Level 13. Das ist gut. Und dann hier die noch. Eine Woche noch. Eisen habe ich wieder nicht mit, sonst hätte ich jetzt endlich auch mal die Milch holen können. Da unten ist noch eine, die kann ich mal aufheben. Und die hier bringe ich noch um. Na komm. Gut. Dann kamen wir endlich wieder zurück. Und ich würde sagen, wir tun das Schwert mal hier hin und die Schafe dahin. Damit wir auch mal sehen, wie viel wir noch haben. Also wie gut die noch sind, die Schafe. Das sieht man nämlich so besser. So, ist das jetzt... Ah ja, das ist unser Berg. Die bauen eigentlich auch genauso schnell wie eine Diamantschafe ab. Oder nur ganz minimal weniger. Ja gut, dann braucht man eigentlich auch keine Diamantschafe mehr in Zukunft, da reichen Eisen. Oder welche aus Eisen? So. Und weil wir die Erde so dringend benötigen, muss ich natürlich hier nochmal gucken, ob wir auch alles haben. So. Und das ja auch noch weg. Wo sind die... Ach, die zweite... Das ist schon die zweite Spitzhacke. Die hat man letztes Mal kaputt gemacht. Oder ich hatte die offscreen kaputt gemacht. Als ich den Rahmen da gegraben habe. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja sowieso genug Eisen. So. Hier noch. Und da hinten das natürlich auch noch. Also hier den Dreck hinter uns. Und da wären wir fertig. Das noch. So. Und dann haben wir wieder so eine Kohleschleife. Oder auch nicht. Vielleicht ist hier noch irgendwo Eisen. Nee, anscheinend nicht. So, hier ist eigentlich egal, wie wir das zumachen. Reicht da mit Erde oder machen wir hier nochmal weg. Die beiden. Und dann sieht das auch besser aus. So, dann hier noch. Das natürlich wieder. Und das hier baue ich mal ab mit der Schere. So. Ich habe gedacht, da ist unser Portal. Kann ja gar nicht sein.
So, hier noch. Und das hätten wir jetzt 33, das reicht. Wolle haben wir gar nicht dabei, dann müsste ich nochmal nach Hause rennen. Gut, hier weiß ich jetzt noch nicht, was wir hier machen würden. Vielleicht könnten wir hier ein Höllenportal hinmachen, dass wir dann nicht immer so weit laufen können müssen. Und die zweite Staffel könnten wir vielleicht auch so machen, dass wir die hier machen. Dass wir dann sozusagen alles, all unser Zeug dort lassen und hier nochmal neu beginnen. Naja, das werde ich mal überlegen. Ich tendiere aber mehr dazu, dann wirklich eine neue Welt zu starten. Dann machen wir eben hier bis Folge 250 oder sowas. Wir sind ja nicht gezwungen, hier bis 100, bis Folge 100 fertig zu sein, ne? Deswegen. Gut, dann haben wir noch 5 Minuten. Die nutzen wir, um die Kakteen nochmal abzubauen. So. Und hier ist wieder so ein Loch. So, ich will aber demnächst sowieso nicht in die Mine oder sowas. Deswegen, ach, was ist denn hier noch? Eine unerforschte Höhle. Deswegen, nehme ich die Löcher an nicht auf, die da kommen immer. Gucke ich hier nochmal, was hier ist. Kohle. Ein Eisen. So. Nehmen wir nochmal die Kohle hier mit für die Erfahrung, die wir sowieso immer brauchen. So, da sind auch schon wieder die Schafe vollgefressen. Und hier ist wieder die Stelle, wo das Wasser nicht abfließt. Und damit wir die nicht ständig wieder erwähnen, mache ich jetzt einfach mal zu. Und hier noch einen Block hin. Und dann baue ich das hier mal ab. Die dann immer neu pflanzen zu müssen, ist vielleicht auch nicht so so von Vorteil, aber es wird schon gehen. So. Und da hat es aufgehört zu regnen, na endlich, dieses Rauschen weg. So, den noch. Und dann hätten wir sogar wieder mehr als 64. Ach, den nicht, Mensch. Das mache ich immer falsch. Immer falsch. So. So, hier noch. Die immer noch. Dann tue ich das nochmal in den Ofen. Ja. Die Pilze sind eigentlich noch nicht gewachsen. So. Hier war nichts mehr. Und das Inventar entleeren, das mache ich dann wieder offscreen, wenn wir dann jetzt fertig sind. So, hier nochmal gucken. Na, so. Gut, gehen wir nochmal nach oben. Einfach um nochmal hier die Aussicht zu genießen. So. Das Gras pflanze ich dann auch offscreen. So, hier oben, wie sieht's hier aus? Naja, machen wir aber später, wenn es wieder bewachsen ist, alles.
an, dann beende ich die Aufnahme, indem ich ins Bett gehe und von Endermänner schlagen werde. Tschüss.